Hallöchen, willkommen zurück zu Pokémon Smaragd Team Randomizer Edition. In der Zwischenzeit habe ich Liesel eine Potion reingedrückt. Aber ansonsten ist nicht viel passiert. Jodihidliho! Jo, alles klar. Nicht mal in der richtigen bayerischen Tracht und dann hier einen auf Jugendlicher Bayer machen. Naja, naja. Oh, ist ja interessant. Wir haben die Weiterentwicklung. Intensität 8, 6 nur. Aber das ist ja sehr effektiv gegen Gestein. Von daher passt das schon. Gut gemacht, Charlie. Bei Macho Mai sollten wir... Warte mal, Flug ist effektiv gegen Kampf. Dann können wir auch... Dodri! Ne, ich habe gerade überlegt, was der deutsche Name ist. Weil im Englischen ist es ja Doduo und Dodrio? Keine Ahnung. Wir haben keinen Flugangriff. Ungünstig. Ja, dann nehmen wir die Triplette. Bams. Weggemetzgert. Gut gemacht. Dann auf zum... wieder nichts in dem Stein. Das hier ist der Mondkrater. Jo, Meteor Falls. Mondkrater. Genau. Hier gibt es auch wilde Pokémon. Warte mal, wir haben... Ja, wir dürften eigentlich wieder eins fangen. Dann lass mal gucken. Ich hätte eigentlich gerne Lunastein. Ach, mit einem Zubat? Nein. Zubat kommt mir nicht in meine... in meinen Rahmen rein. Ne, das lassen wir. Das ist jetzt... Ach, warte mal. Einfach weglaufen, das passt schon. Full Heal! Yes! Gibt's da hinten noch was Verstecktes? Nee. Ich dachte immer, hier in dem Krater gäbe es noch irgendwas. Habe ich falsche Erinnerung. Sowas aber auch. Mit diesem Meteor, wird das Ding in Mount Chimney. Hä? Ich weiß nicht, wer du bist, aber du bist besser nicht im Weg von Team Magma. Ah, warte, keine Gnade. Stehen bleiben. Team Magma. Oh, warte mal. Ah, das ist nicht Team Magma, was das sagt. Stehen bleiben, Team Magma. Ihr seid echt auf der schiefen Bahn, wenn ihr denkt, ihr könntet die Welt nach euren Vorstellungen formen. Ja, sogar Team Aqua ist auch hier. Nice. Aber, es ist viel zu viel Trubel. Aber wie heißt das auf Deutsch? Trouble. Ärger. Viel zu viel Ärger, uns mit euch allen rumzuschlagen. Naja, macht nix. Wir haben den Meteoriten, also auf nach Mount Chimney. Hehehe. Bis dann, Team Aqua. Ja, Dingbats. Vollochsen. Tschüss. Habe ich die nicht vorher noch irgendwo mal gesehen? Museum von Slateport? Ah, also du bist Potterich. Zu diesem Zeitpunkt dachte ich, du wärst einer von Team Magmas Handlangern. Ha! Du bist echt seltsam. Team Magma ist eine sehr gefährliche Gruppierung von totalen Fanatikern. Sie möchten alles Mögliche zerstören, um die Landmassen zu expandieren. Sie sind unsere Rivalen, dem so geliebten meeresliebhabenden Team Aqua. Boss, wir sollten vielleicht Team Magma hinterher. Ah, ja, müssen wir. Wir müssen uns beeilen. Wir können uns nicht ausmalen, was Team Magma an Mount Chimney machen wird. Potterich, du solltest Team Magma im Auge behalten. Ciao. Jo, macht's es gut. Was ist mit dir, Dude? Ich bin Cosmo, ich bin Professor. Eieiei. Team Magma hat mich gebeten, sie zu den Meteorfällen zu geleiten. Aber sie haben mich reingelegt. Sie haben sogar meinen Meteoriten weggenommen. Und dann ist so eine ähnliche Gruppierung Team Aqua aufgetaucht. Und nachdem... Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Aber dieses Team Magma...
Was machen sie mit dem Meteoriten an Mount Chimney? Ich könnte dir das ja verraten, aber... Das wäre ja ein Spoiler. Wieder ein Zubat? What? Ich will hier kein Zubat. Ich will hier ein Lunastein. Oida! Kein Zubat, habe ich gesagt. Jeez. Mondstein! Nice! Brauchen wir zwar nicht wirklich, aber was soll's. Was gab's hier draußen noch? Ach, einfach nur ein paar Höhlen und... Ach ja, ein schneller Weg zurück. Oh! Ja, moin. Mein heftigster Skill ist, Ziegelsteine mit meiner Stirn zu zerbröseln. Jo, mal gucken, ob es da ein paar Gehirnzellen zermatscht hat. Ich gehe mal stark davon aus, dass dem der Fall ist. Und das ist eine sehr schlechte Kombination. Warte mal, was hätten wir denn hier? Oh, wir könnten ihn ablecken und beißen. Ich glaube, Biss bringt nicht so viel. Dann wir setzen den Ebner ein. Oh, warte mal, scheiße, Stein ist ja auch anfällig gegen... Oh, fuck. Stein ist auch anfällig gegen Kampf. Oh, oh. Ja, lassen wir jetzt mal drin. Wir können das paralysieren. Na gut. Machen wir einfach mal. Es landet trotzdem sein Hit. Ja, sehr effektiv. Armes Nasknet. Boah, das macht ja überhaupt keinen Schaden. Wir wechseln. Auf irgendwas, was nicht voll Stoff da aufs Maul kriegt. Auf geht's, Janma. Ja gut, das sieht doch schon deutlich besser aus, oder? Oh. Natürlich geht der 90er-Move wieder vorbei. Man kennt's, bei uns zumindest. Zweimal hintereinander? Willst du mich verarschen? Wieso ist das denn immer auf der Trainerseite, also auf Spielerseite so mies? Das hat eine 90%ige Wahrscheinlichkeit zu treffen. Hat zweimal verfehlt. Das ist eine Chance von 1%, dass das passiert. What the fuck? Und zwei verfehlen, ein treffen, ein verfehlen. Die komplette Ausbeute ist eine Chance von 0,9%. Ist doch behindert. Oh Mann. Also zumindest, wenn ich richtig gerechnet habe. Was nicht unbedingt sein muss, aber ich glaube schon. Dann hat die andere doch mal ordentlich aufs Maul gekriegt. Ups. Oh, du hast mich beeindruckt. Jo, bitteschön. Hm, was ist mit dir? Du läufst auf der Stelle? Hm, das ist mein geheimer Trainingsort. Wie, du kommst hier öfter her und störst mich beim Training. Nee, keine Angst. Was haben wir gegen das Ding? Ein Traumato. Komm, wir kopfnussen das einfach mal. Wir kopfnussen das einfach mal. Was, das geht zwar miteinander? Ich sagte, wir kopfnussen das. Danke. Und es ist geflincht. Nice. Wie oft denn noch? Danke. Das ist nur das unausweichliche Rauszögern. Okay, Makuhita kommt. Oh, Logok. Ja, komm, wir nehmen mal Logok mit rein. Beams. Vielleicht haben wir Feuertritt. Ist zwar nicht effektiv, aber... Oh, das ist effektiv. Booms. Da reicht auch ein einfacher Schnabler.
Jetzt haben wir ja genau. Jetzt haben wir zwei Viecher genau an der Schwelle zu 28. Na, egal. Na gut, du kannst öfter herkommen. Aber dann werde ich dich nochmal bekämpfen. Ja, kein Problem. Können wir gleich mit dir kämpfen, oder wie? Nee. Die sagt nur, dass der Sand wie ein Polster ist, das Verletzungen verhindert. Oh, Doppelkampf. Ja, gut. Dann kriegen wir gleich zwei als auf Level 28. Mal gucken, wen die in den Kampf werfen. Vier Pokémon. Sengo und Meditier. Oh, Vulnona. Schön. Die hat aber nicht so krasse Sachen. Komm, wir gehen mal beide auf ihn hier. Mal gucken, ob das was bringt. Da ist es deswegen Signal Beam, weil das rot und grün ist wie bei einer Ampel? Naja. Wunderbar. Charlie und Liesel beide auf Level 28. Schnieke. Okay, der hat also beide Spezialviecher. Die ja, glaube ich, Todfeinde sind oder so. Naja. Das wird doch wohl dann genauso abgefackelt und weggebeamt. Nicht sehr effektiv, aber trotzdem umgeklatscht. Nice. So. Meditier. Warte mal, das müsste doch auch sehr effektiv sein. Da hat Glut fast schon gereicht. Nö, ist normal effektiv. Und es kommt noch ein Spoink. Süß. Das muss auf seinem Schwanz hinten auf und ab hüpfen. Ansonsten stoppt der Herzschlag von dem Viech. Das heißt, wenn wir es jetzt K.O. hauen, ist ein bisschen ungünstig für das Ding. Du bist mein Pokémon, oder? Nein, ich habe selbst eine sehr große Auswahl an Pokémon. PP ab, brauchen wir nicht. Gut. Wir gehen mal hier zurück. Gucken, ob wir auf dem Weg endlich einen Lunastein oder sowas finden. Pio, 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 Lunastein hätte ich gerne. Kein Super, nein, danke. Nerviges Flatterviech, ey. Nochmal eins, what the fuck? Gibt es in der Edition hier kein Sonnfell und Lunastein? Nur Kack-Zubats? Ist das dein fucking Ernst? Ah, ein Sonnfell! Sollen wir das dann nehmen? Ja komm, wir nehmen Sonnfell. Stellt sich durch die Frage. Haben wir irgendwas, um es... wie lustig. Wie lustig. Wir können es schlafen legen mit Hypnose. Ja. Dann wechseln wir Lunastein ein. Oh Mann, wie es der Zufall so will. Nicht sehr effektiv. Gut. Wir werden es erstmal ein bisschen runterhauen. Ja, Hälfte passt. Gut. Dann noch einschläfern. Naja. Scheinbar noch nicht aufs erste Mal. Komm, hypnotisier es. Liesel. Was soll das denn? Nein. Ich bin verwirrt. Oh. Wir haben eine Antiverwirrungsbeere da reingeklatscht. Okay. Zum dritten Mal Hypnose verfehlt. Mhm. Beim vierten Mal trifft's. Okay. Dankeschön. Dann...
werfen wir doch mal einen Premierball. Piu, piu, piu. Nice. Wunderbar. Sonfell. Ein Nickname für Sonfell. Ja. Das sonnige Gemüt erinnert mich doch an die Katja. Billy Priest? Nein. Passt. Dann haben wir die Katja auch am Start. Hoffentlich denke ich dran, das im Rahmen zu editieren. Aber ich glaube schon. Ich glaube schon. Das müsste ja dann jetzt schon da sein. Passt also. So. Trainieren wir nachher. Trainieren wir nachher. Wobei, wir könnten sie auch jetzt zumindest aufwachen lassen. Ein Remoraid. Ja, komm. Schläft. Mhm. Okay, wir laufen doch lieber weg. Komm, wir heilen einmal kurz. Okay, die Potion reicht auf jeden Fall. Und die Liesel kriegt die Potion. Gut. Awakening, genau das brauchen wir. Nicht auf die Liesel. Hier, die Katja muss aufwachen. Und dann noch ein bisschen Limo. Hier rein. So. Passt. Huhuhu. Dann auf nach Mount Chimney. Schlotberg hieß der in Deutsch. Stimmt, Schlotberg. Mount Chimney ist auch ein bisschen komisch. Kaminberg. Ja, aber ein Kamin ist ja auch ein Schlot. Ja, stimmt schon, aber Schlotberg hört sich schon ein bisschen cooler an. Lombrero. Hat was Effektives gegen uns. Dann laufen wir doch lieber. Aber ich einfach wechseln hätte können, ne? Ach, ich dödel. Lotwurzel. Das ist schon ein bisschen angenehmer. Vor allem mit dem Hutut. Ja, komm. Sehr effektiv. Ja, aber... Na ja, gut. Wir haben exakt das gleiche Level. Stachelspore, oh mein Gott. Zum Glück daneben gegangen. Bitte nicht nochmal. Na ja, gut. Heuler ist okay. Das kannst du machen. Wir picken dich einfach um. Nice. Schneeke. Moment, konnte man gegen die noch kämpfen? Yo, wir haben noch gar nicht gegen den gekämpft. So, was bringst du alles an den Start? Drei Viecher. Ein Carpador! Ey, das trifft sich praktisch. Das trifft sich praktisch? Das trifft sich gut. Ein Flunkiefer. Nice. Ah, das Viech mochte ich auch sehr. Aber was komplett anderes. Zack. Weggeknabbert. Gibt aber auch nur 67 XP. Wir wechseln mal nicht. Und wir beißen weiter zu. Ja, wobei, ich möchte mal kurz was, was gucken. Ich glaube, wir sind Stahl. Nur Stahl, oder? Ja. Was sind denn Fake Tears? Ah, Spezialverteidigung senken. Mhm, mhm, mhm. Ja gut, dann haben wir wirklich nur Biss. Oh. Könnte natürlich auch hier ein Legendary reinhauen. Entei, passt. Ja, mach ruhig Watersport. Das ist jetzt nicht unbedingt so wichtig. Oh, da ist sowieso nur Glut auf dem Lagi. What the fuck? Ach, schön. Um,
Goldini, wir wechseln nochmal. Und versuchen das umzuknabbern. Ich habe jetzt auch nur das Pokémon gewechselt, weil wir gerade im Menü drin gewesen sind. So. Oh, es ist schneller als wir. Das heißt, wir können es nicht flinchen. Wow, machen wir da wenig Schaden. Wir wechseln doch nochmal. Komm, Keifel. Das resistet wenigstens Wasserattacken. Und dürfte auch eine gute Verteidigung haben. Jupp. Hornetech, das können wir auch. Schadet dir nur deutlich mehr. Wunderbar, nice, nice, nice. Ach, wir hätten gar nicht so heilen müssen. Wir kommen ja hier an dem Pokémon Center vorbei. Easy peasy, ne? Ja, ja. Und wie immer im Pokémon Center, spulen wir das ein klein bisschen vor. Warum blockierst du eigentlich den PC? Oh, hey, wer bist du denn? Ah, Potterich. Ah, okay, du bist also ein Trainer. Also heißt das, dass du das Pokémon-Lagersystem, das ich entwickelt habe, benutzt? Hm. Wie ich zu dieser Feststellung kam, ist einfach ein Prozess, der mit deduktiv, was auch immer deduktiv heißt. So. Du hast mit mir gesprochen, weil du eine PC wolltest, ne? Sorry, ich bin Lynette. Ehrlich gesagt, ich bin froh, dich zu treffen. Es ist großartig, dass du das Pokémon-Lagersystem benutzt. Du könntest mich gerne mal auf Route 114 besuchen, in meinem Haus. Ah, das leer gestanden ist. Dann machen wir das mal. Ich möchte nämlich gucken, was die für uns parat hat. Also, wir schwingen uns aufs Rad, schwingen die Hufe und treten so richtig rein. Oh, warte. Keine Ahnung, was davon. Okay, da hätten wir auch durchlaufen können. Egal, 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 egal. Hey, du. Oh, Potterich. Oh. Sorry, dass alles so vollgestopft ist. Wenn ich in Forschung vertieft bin, dann endet das halt auf die Art und Weise. Ach, das ist peinlich. Bitte, bitte behalte es für dich. Hier, eine Puppe für dich. Ja, und jetzt? Darf ich dir meinen Ratschlag für das Pokémon-Lagersystem geben? Du solltest deine Boxen organisieren, also sortieren und sowas. Damit du weißt, welche Pokémon wo drin sind. Ja, gut. Das hat sich ja richtig rentiert, hier lang zu latschen, ne? Das hat sich richtig rentiert, den kleinen Umweg zu fahren. So, das kleine Loturzel. Oh, ein Evoli! Wir haben nichts, was Schaden macht. Astrein. Also Katja ist bisher nicht so hilfreich. Moment, da drüben waren wir schon. Okay. Dann auf zum Berg. Ein paar Pandias könnten wir auf dem Weg umklatschen. Vielleicht kriegt Katja dann noch Level 18 hin. Als Quappo. Nur, dass wir wow, ist das schwach. Dass wir keinen Kampfangriff haben. Alter. X-Bot, nice. Stalos. Komm, wir nehmen Stalos. Bam. Oh nein, ein Schaden. Naja, hör auf damit. Wir nehmen Felswurf heißt das, nicht Steinwurf, Felswurf. Oh! Das ist denkbar knapp. Und einmal wickeln und dann ist es weg. Nice! Juhu, Level 17! Miau. Weiter durch die Asche. Wow, da haben wir echt wenig Feindkontakt. Alter! Wow! Das hätte ich nicht gedacht. Dass das so lockerflockig geht. Sind wir irgendwo falsch abgebogen? Heil uns mal bitte. Danke. Ah,
Sie... Wir sind ja nicht vorbei. Nee, passt schon. Wir müssen noch weiter nach unten. Ich dachte mir gerade, wir sind da an... an dem Berg vorbeigedüdelt. Ja, doch. Hier durch und dann wieder nach oben. Also, die Route, die verbocke ich jedes Mal. Ein Kurtel! Ey! Im Englischen weiß ich wenigstens, wie man es aussprechen muss. Torkoal. Komm. Vier? Oh Gott, ja. Es verflucht uns. Nein, es verflucht sich selbst. Alle Werte, was ist alle Werte? Ordentlich Werte aufgestiegen. Oh, nur Level 6. Können wir da vielleicht mal 9 triggern oder so? Komm schon. 9. Naja, immerhin 8. 4, 6, 8. Nächste wäre 10 gewesen, aber das kriegen wir nicht mit so Gesicht. Passt. Puh. Gibt auch ordentlich Erfahrungspunkte. Wow, ein halbes Level fast. Das kann sich sehen lassen. Komm, gib mir noch eins. Nice. Und gib mir irgendwas, was dagegen effektiv ist. Ah, das ist nicht so ganz, was ich haben wollte. Ja, da wechseln wir doch lieber sofort. Ein Starmie. Ja, das wird doch wohl irgendeine Wasserattacke haben. Und es hätte auch nicht angegriffen. Huh. Na gut. Blubstrahl wird doch drin sein, oder? Ah, Aquaknarre. Reicht, das ist gut. Bam, bam, bam. Und noch eins. Komm schon. Damit kann man arbeiten. Komm, Karateschlag. Krit ist einfach weg. Oh, das... Ah, wir werden gekrittet. Nicht ganz so cool. Los, Krittes. What the fuck? Alle guten Dinge sind drei, sagt man ja immer. Los, Krittes. Nice. Wunderbar. Level 18! Hey. Ach gut, wir sind aus der Höhle rausgekommen mit dem Fahrrad. Und können jetzt auch hier rein. Ast rein. Hm. Die Seilbahn ist bereit, um an die Spitze des Berges zu gehen. Dann machen wir das auch. Fängt es jetzt nicht hier an zu schneien oder so? Entweder ist es Schnee oder Asche. Ich glaube, es ist Schnee. Gut, die sind alle mit Kämpfen beschäftigt. Gegenseitig. Ja. Das war im... Rubin-Saphir nicht so, da musste man noch gegen Team Magma alleine kämpfen. Oh, ein Doppelkampf bietet sich an. Den nehmen wir auf jeden Fall noch mit rein. Ah, wir von Team Magma, wir arbeiten hart für jedermanns Schicksal. Naja, alles klar. Jeder wird happy sein. Ah, du wirst dein Haus auf erhärteter Lava errichten. Na, das ist ja schön. Zubat und Kamaup. Schauen wir mal. Ja, doch. Kann man mal machen. Water Gun. Hier, einmal da drauf. Und Celebi kann... Ancient... Oh, das ist auf jeden Fall sehr effektiv gegen Zubat. Wunderbärchen. Zubat ist down. Und Kamaup. Auch Schnee. Gut gemacht, Shillock. Shillock, Katja. Aber das war noch sehr einfache Gegner.
Ich habe verloren, mein Haus. Tja. Den nehmen wir auch noch mit. Oh, du bist zu spät. Ja, mal gucken. Gucken, ob es vielleicht für dich zu spät ist, hier aus dem Kampf wieder rauszukommen. Ja, auf jeden Fall. Oh, Magma-Admin Tabitha. Schauen wir mal, was wir dagegen ausrichten können. 4 Pokémon hat er, glaube ich, gehabt. Ein Azurill, das ist auch nicht schlecht. Dann nehmen wir doch hier gleich mal die Aquaknarre. Reicht. Wunderbar. Dann das nächste Viech, bitte. Oh, Level Up. Puccina. Ja, wir wechseln mal. Wir könnten Hunduster reinhauen. Na komm, nehmen wir mal Hunduster. Das ist ein Hund, mein Lieber. Nicht hier dein Fifien. Da beißen wir doch gleich mal rein. Tja, da habe ich wohl den Hundekampf gewonnen. Und noch ein Kamaup. Dann wechseln wir doch gleich wieder auf Katja. Bams. Eine Aquaknarre wird da wahrscheinlich auch wieder reichen. Ja, ist natürlich fast das Falsche genommen. Wobei wir das natürlich auch schon mal vorbereiten hätten können. Und noch ein Zubat. Uff, nee, da wechseln wir dann auch nicht mehr. Komm. Ich hasse das. Auch noch bei so großen Öhrchen, da ist das bestimmt extra schmerzhaft. Ja, da haben wir uns gleich mal eine selbst reingepfeffert. Flügelschlag. Ja, geht so. Wie viel Schaden machen wir? Uff. Deutlich zu wenig. Komm. Dann nehmen wir Krebskorb. Und versuchen mal, den Krabhammer auszupacken. Hat er nicht. Ja gut, dann Blubstrahl. Reicht. Nice. Ja, dann ist Tabitha auch mal weg. Und in der nächsten Folge stehen wir uns diesem Anführer entgegen. Also, macht's gut, bis dann. Ciao.